Rund 5000 Schaulustige haben am vergangenen Wochenende das Lausitzer Oldtimer- und Blaulichttreffen in Hoyerswerda besucht. Während der inzwischen dritten Auflage gab es mehr als 340 historische Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, aber auch liebevoll gepflegte Oldtimer zu sehen. Neben zahlreichen Schauvorführungen auf dem Festplatz machte das Treffen bei einer Ausfahrt im Umland besonders auf sich aufmerksam. Wir haben mit der Kamera ein paar Impressionen eingefangen. Also ein Großteil kommt sicherlich hier aus der Region um Hoyerswerda und das Umland. Aber wir haben auch Besucher aus Hamburg, aus Bad Hersfeld, aus dem Schwarzwald. Also dass wir sagen können, mittlerweile sogar schon bundesweit vertreten die Besucher hier. Also genau das war auch die Idee, als wir diese Veranstaltung ins Leben gerufen haben, da ja auch der Titel LOBT oder Lobt Hoyerswerda, einfach die Region bekannt zu machen, zu zeigen, dass es hier doch noch auch eine sehr, sehr schöne Region ist. Und jeder, der hier bisher da war, kommt auch wieder. Und das ist eigentlich genau das, wovon die Veranstaltung lebt.